So, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oder mein Stresspegel ist schon wieder sonst wo. Wir haben uns gerade eine Vorschule angeguckt, ne? Eine öffentliche. Es lief alles so gut. Es lief über Connections. Das war sehr gut. Ja, jetzt habe ich einen... Hilfe, ich bin voll umgekriegt. Jetzt habe ich ein großes Problem. Und zwar... meine Dokumente übersetzt zu kriegen, und zwar nicht alleine. Oh, ich sehe echt einen Tellerrand, das ist eine Katastrophe. Ich dachte halt so Impfsachen. Ich habe extra meinen Impfausweis, das wird richtig clever mitgenommen. Und dachte, man braucht sie nicht übersetzen, aber anscheinend schon. Aber so eine Impfung ist doch immer eine Impfung, das verstehe ich halt nicht. Das heißt so überall gleich, das sind doch lateinische Begriffe, das ist ja auch kein Deutsch. Ja, jetzt wollen die unbedingt eine Übersetzung meiner Impfnachweise für die Kleine haben und noch so einen anderen Nachweis, den ich erbringen muss, dann kriege ich auch nicht übersetzt. Sag ich euch, wie es ist. Also da brauche ich auch gar nicht sagen, dass ich negativ denke. Es ist einfach eine Katastrophe. Ohne das nehmen sie mich nicht. Ja. Und jetzt gucke ich ein bisschen blöd aus dem Wäsche. Und das stresst mich natürlich. Das Ganze mit der Kleinen halt immer zu machen, ist halt auch Sünde. Das ist halt super langweilig für sie. Ah. So, und jetzt haben wir da so lange gebraucht, dass ich richtig Angst habe, zu spät zur Wohnung zu kommen. Aber das schaffen wir. Irgendwie schaffen wir das. Also wir sind jetzt on the way. Ich hoffe einfach, dass das alles klappt jetzt. Ja, wir haben eine Stunde Zeit und brauchen auch eine Stunde. Müssen wir uns jetzt mal auf die Busse verlassen. Aber die warten da auch schon so ein bisschen hilflos. Hier vorne sehe ich es gerade. Mal gucken, ob hier einer kommt. Ja. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie dieses Appartement aussieht. Also von außen denkst du dir so, ach du meine Güte, in welche Bunker gehst du da jetzt rein? Wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Es ist trotzdem relativ zentral und doch ein bisschen abgelegen. Irgendwie gefällt mir das. Ich mache mich mal hier ein bisschen locker. Hier ist auch direkt eine Apotheke. Das ist auch immer recht gut, ne? Zu der Kita wäre es jetzt recht weit, aber die haben wir eh nicht bekommen. Oh Leute, das stresst mich so. Ihr glaubt es gar nicht, das ist hier immer so ein emotionales Auf. Ja, Mann, ich habe Termin und ab. Oh, ne, geht doch nicht. Ach, ja, gut. Ich zeige euch mal ein bisschen diesen Eingang. So geht man hier rein. Es ist schon einer von uns gerade reingelatscht. Und das hier ist wahrscheinlich der Fahrstuhl. Aber ich glaube, die ist richtig, richtig toll, die Wohnung. Nur der Eingang ist halt ein bisschen, naja, safe, ne? Was hast du gesehen? Hochbett? Ja. Bist du dir sicher, dass es die Wohnung ist mit dem Hochbett? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken erstmal, weil ein Hochbett kann man in jede Wohnung stellen, Amelie. Das ist irgendwie nicht ausschlaggebend für meine Entscheidung. Dass da jetzt noch andere sind, beunruhigt mich, weil die wollen wahrscheinlich auch den Preis zahlen, den ich nicht zahlen will, aber ja, hoffen wir auf meine weibliche Intuition und dass mein Italienisch läuft. Oh. Der eine in der Kita war Amelina, der in der Kita hat so gesagt, der war böse auf mich, ne? Weil ich nicht wusste, ich wusste nicht, was das ist. Das klang so ein bisschen, mal Vakanz heißt Ferien. Vakanzione oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es richtig ist, aber heißt Impfung. Ja, Leute, das sind so Worte, die muss ich noch lernen halt. Ne? Fand er nicht gut, dass ich es nicht gereilt habe. Ich habe es dann ins Translator angegeben. Na gut, jetzt warten wir hier, bis wir dran sind. Oh Gott. Machen wir die Bete einfach, dass wir eine Sache heute erledigt haben. Eine, aber ich habe immer nur den Freitag irgendwie, um Dinge zu erledigen und Besichtigen, klar. Auch in der Woche, aber solange ich Homeoffice mit ihr habe, muss ich dann auch mit ihr raus, was machen. Aber die langweilig ist ins Institute, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Wir wollen ja hier ganz real bleiben. Es ist und bleibt nicht einfach. Ich hätte es mir einfacher machen können, hätte ich die Unterkunft oder eine Unterkunft für länger gefunden, aber auch das war nicht möglich. Also schon, aber nicht bezahlbar, absolut nicht. Wir verlangen hier teilweise für Wohnungen, die ich in Deutschland für 600 Euro Miete verlangen, die hier Mieten von 4000 Euro. Gut, Großstädte sind teurer. Das kenne ich auch aus Hamburg, München und Co., aber das sehe ich nicht ein. Zumal ich mir das einfach nicht leisten kann. Ich kann mir nicht 4000 Euro Miete leisten. Wie denn auch? Was soll ich denn arbeiten, hör mal? Also, man spricht ja nicht über Gehalt, aber man kann sich sogar vorstellen, dass 4000 Euro Miete plus Leben, das ist nicht drin. Das ist definitiv nicht drin. Ja, mal schauen. Ich würde so gerne ankommen. Drück mir die Daumen. Sind wir bei der Besichtigung? Das ist eine Skala. Das ist eine Skala. Nein, Motor. Komm
Und hier kommt gleich der Pool hinter. Possiamo vedere la piscina? Non si può entrare con le scarpe qua. Potete prendere una porta. Solo qui. Guardate il balcone. Dietro c'era. Also, wir haben jetzt die Wohnung besichtigt. Die war natürlich wahnsinnig toll, total modern. Vielleicht können wir noch 50 Euro vom Preis runtergehen monatlich. Aber wenn der dir nicht antwortet, das ist jetzt auch nicht jemand, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie der Mensch von Menschen, den ich jetzt in meinem Leben haben muss. Ja, ich muss jetzt irgendwie alles da hinschicken, mal gucken. Leider macht der Pool jetzt direkt zu. So blöd. Ein Tag vor Einzug. Wenn das möglich ist, ne? Ja, Amelie. Nein, ich will nicht zu dem Jungen gehen. Der scheint mir nicht so, weiß nicht, ist nicht meine Welt. Wie auch immer. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Der war auf jeden Fall ganz nett. Und oh, schwierig, schwierig. Ich hätte gerne den Pool länger offen. Ich hoffe, die machen länger auf. So, wir haben es jetzt auch endlich geschafft hier zur Bahn, zum Strand. Halleluja. Amelie, was hast du die ganze Zeit gesagt im Bus? Also sie sagt, also sie spricht mittlerweile wieder Italienisch und sagt die ganze Zeit nur, alle Frauen sind schöner als du, Mama. Danke, grazie. Mama. Ich sag jetzt gar nichts. Wir bringen jetzt zwei Ukrainer mit an den Strand. Ich bin gerade ganz stolz, ich bringe gerade Italienisch ein bisschen bei. So, die Ukrainer haben uns verlassen. Die wollten erstmal einen Kaffee trinken. Ich hoffe, sie haben es jetzt gereilt. Die konnten nämlich auch nicht so gut Englisch. Ich habe den versucht zu erklären auf allen Sprachen, dass natürlich hier die Strände erstmal was kosten und dass man ein Stückchen gehen muss, bis der freie Strand kommt. Du möchtest in so ein Haus? Ja, die hätten wir ja mieten müssen, saisonalweise. Naja, wie auch immer. Können wir nicht das machen mit den Haaren? Das, doch, das können wir machen. Amelie wartet auf die afrikanische Frau, die diese Rasterzöpfe in jeglichen Formen anbietet. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, das direkt am Strand zu machen. Mit sandigen, nassen Haaren. Kriege ich ja nie wieder sauber. Aber gut. Wir steppen jetzt erstmal los. Das auf jeden Fall. Ich hätte ja lieber das gerne bei so einem Friseur gemacht oder so. Ja, hier sind die Häuser. Ja, aber Bobby, das ist eine Frau. Ich vertraue der zwar, dass sie es irgendwie kann, aber sie wird es niemals vielleicht auch gelernt haben, ne? Vielleicht auch doch, aber ich weiß ja nicht, ob das so gut ist mit sandigen Haaren. Dafür lohnt es sich doch wieder gegen die Ämter anzukämpfen, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob man das hier so in der Kamera sieht, aber es war so schön Tokis. Es hat sich hier noch einiges getan am Strand. Oh, es blendet. Wir haben mittlerweile schon 6 Uhr. Wir haben eine ukrainische Familie kennengelernt, total witzig. Und haben mit denen Olo gespielt, im Wasser gespielt, wie auch immer. Ganz witzig. Das Kind spricht eigentlich gar kein Italienisch, kein Englisch, kein Deutsch. Aber trotzdem haben wir so gut gespielt. Nur der Papa konnte Italienisch, der lebt von hier. Und total traurige Geschichte irgendwie. Total liebe Familie. Ja. Und ja, jetzt warte ich noch auf eine Freundin, mit der gehen wir gleich noch ein Aperitivo trinken und dann, ja, ist es wie es ist. War es auf jeden Fall schön. Können wir mal bitte über diese Preise sprechen hier? Aperitivo completo, also bedeutet ein alkoholisches Getränk und ja, Pizza oder so, ne? So 8 Euro. Kann es ja nicht sein. Wo in Deutschland gibt man bitte ein Sandwich für 2,50 noch? Ich finde das vollkommen fair, muss ich gestehen. Leute, langsam geht die Sonne unter. Drüger ist immer noch nicht her. Oh, was habe ich jetzt vor der Linse hier? Irgendwas hängt doch da. Ja, ich wollte jetzt einmal kurz das hier zeigen, weil es eigentlich ganz schön ist. Auch wenn das jetzt der Bus war, aber die dreht sich echt durch. Ah, ja, auf jeden Fall werden wir jetzt hierher geleitet. Ja, wir. Ich hoffe, dass unser Bus jetzt hier kommt, weil wir warten die ganze Zeit schon. Bestimmt eine Dreiviertelstunde ist schon verspielt. Leute, jetzt bin ich hier hingelatscht mit der Kleinen, die Arme, weil Google mich einfach woanders erkannt hat. Also es war der Weg von dem Standpunkt, den Google dachte, wo ich bin, bin ich aber gar nicht. Sondern ich war schon richtig. Jetzt sind wir da aus meinem Ausgangspunkt gelaufen, wo natürlich gar keine Bushaltestelle ist. Boah, ich drehe echt am Teller. In der Zeit, wo wir hier schon warten und hinterher latschen, hätten wir schon lange zu Fuß nach Hause gehen können. Aber ich wollte es eigentlich vermeiden, jetzt noch 20 Minuten durch die Stadt zu tingeln. Ah, na gut.
man lernt aus seinen Fehlern. Ich hätte mir einfach selbst vertrauen sollen, weil wir waren richtig. Naja. Amelie, was sagst du dazu? Du bist auch müde, ne? Mama, was hat Google gesagt? Google hat gesagt, ich befinde mich da hinten. Da sind wir gerade hingelaufen, da war ich aber gar nicht. Sondern ich war richtig einfach da, wo wir hin sind. So, wir haben es nach Hause geschafft. Der Bus kam dann doch recht schnell nach unserem Spaziergang. Ich muss euch was sagen. Wir haben es nun schon zweimal geschafft, dass die Post einkommt. Wir haben nämlich hier einen ganz tollen Portier, der die Pakete annimmt. Aber was ist das denn? Das Ding ist nur, wenn wir umziehen, ich muss das alles auch mitkriegen. Und hier kommen noch ein paar. Aber du bist ja gerade so sandig in mein frisch gewaschenes Bett gegangen. Ich würde auch sagen, in diesem Sinne beende ich jetzt einfach mal dieses Video. Es ist ultra spät. Ich muss mich jetzt noch an die Übersetzung der Dokumente irgendwie machen. Jedenfalls eine Lösung finden. Ja, gewisse Dinge müssen von Deutschland aus unterschrieben werden. Ich will das so schnell wie es geht in die Wege leiten. Und ja, für Montag habe ich noch eine Wohnungsbesichtigung. Sie, mache ich dir. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.